Container Industry, a journey worth taking. Systems on. Tja, und er hat mich wieder nach Stanton verschoben. Scheiß Bedlockout funktioniert nicht.
landing gear down. Sein, dass diese Scheißbox hier durch das Schiff glitscht, Alter. Wie scheiße ist das programmiert? Spawnen diese Scheißboxen nicht, wenn der Auftrag abgebrochen wird. Diese Kacke hat in
dem Moment, wo der Spieler seinen Auftrag nicht mehr macht, keine Funktion mehr, dann kann die Scheiße auch despawnen, Alter. Denk dir eine Story aus mit Naniten, Disintegration, was weiß ich. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass diese Scheiße noch hier ist, Das nervt einfach nur. Verpiss dich, du Dreckskarbonbox, Alter. Ich brauch keine Sau. Wenn so ein scheiß Glitchfehler passiert, dann kannst du diese ganze Kackauftrag gleich despawnen, ey. No need for persistent boxes if the contract doesn't work. The moment I, as a player, decide to abandon a contract that need to be assigned for the mission logic to just despawn these fucking boxes, cause I, the player, decide it's not worth it, so the mission logic must need to compute it as it's not working, despawn. Bam. If player abandoned, then box despawn. My god, is it so hard to program this correct for player to have enjoyable times? Oh my god. I am so struggling to understand your work, and right now I'm so disappointed. I'm so disappointed in this stupid programming. There are persistence borders defined by player reactions and actions. You need to program this right. If a player abandons a mission, that is a definitive sign for persistence to shut down these boxes. Just think of 100 players in the shards all trying one hour mission, one box glitching like happened to me a few seconds ago, and persistence does not despawn this shit. The fucking shard goes crazy with all these fucking contracts persisting. It's not fun for me, a player. Mission logic need to sustain player fun. It's only logic to despawn these boxes if not needed anymore. Just program this right. Make it fun. Fucking slow fucking moment. Ages to pull this fucking box here. Ages. This needs like on.
think of ways to make hauling fun. Faster push and pull. Despawn of not needed boxes. Better payment. More reputation for each mission. Excitement during the fucking quantum jumps. Make a fucking roll the dice situation for every two or three quantum jumps for interdiction possibility. It's so fucking boring to just wait for minutes to get to a destination. Terra Mills now has ground vehicle, landing pad. I bet this fucking pad is still blocked when landed on. So I have to fucking park here to fucking be able to deliver those shitty boxes. Dog shit.
exiting the ladder, pressing W. And the char enters the ladder again. Fuck. Chuck. Fucking door, stay open. Fucking 7. Move that fucking box. Why do I have to press a second time to fucking send that elevator down? Just let me press one button and the freaking elevator goes down. Yes.
12 the rest. Come on. Fucking need to wait. Now I can fucking get full speed. Ach Sascha, guten Morgen. Guten Morgen. Ach schön, dass du da bist. Ich habe mich gerade schon wieder so derbe aufgeregt. Oje, warum? Kollision scheiße programmiert. Glitch von Box an Schiffshülle. Auftrag dann im Arsch. Aber Missionslogik immer noch nicht vernünftig programmiert. Die Boxen persistieren. Mann, okay. Du hast ja dann sogar noch den Folgeauftrag, wenn du ihn abandonst, dass du die scheiß Boxen wieder zurückbringen sollst, da wo du sie herholen sollst. Der Dreckstraktorstrahl, Push und Pull, ewig langsam. Jetzt, also sie haben die Geschwindigkeit reduziert, massiv. Mhm. Du hast wie, immer, also was Geschwindigkeit? Ja, wenn du eine Box pusht oder pulst, also drückst oder ziehst. Von dir also mit dem Faktor-Tool? Ja. Ja, das hatten sie schon mal. Ja, scheiße. Nee, schon wieder. Okay. Ja, okay. Ja. Das ist, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, die hatten das so schön eingestellt. Und dann, als die große Gun kam, war es kurzzeitig so richtig mega langsam. Und dann haben sie es ein bisschen höher gedreht und dann war es wieder okay. Und die jetzt, ja, okay, wenn du sagst. Ja. So wie es vorher war, war es schon langsam. Ja, es ging. Schon scheiße, aber es war auf eine Art und Weise scheiße, dass man vielleicht so gerade noch
Also eigentlich Feintuning, sie hätten es von vornherein schneller machen müssen, ja, noch schneller. Ja, mit dem kleinen oder mit dem großen? Beides. Es soll Ja, Spaß okay. machen hier. Ich habe keinen Bock, irgendwie diesen Das ist blöden aber nicht Boxenwagen durch die Luft realistisch. fliegen, durch die Luft zuzugucken. Was ist denn Mit dem schon kleinen. realistisch? Ja, mit dem kleinen, das hat weniger Kraft. Das muss auch dann schwerer sein, da Kisten in der Gegend rum zu machen. Aber mit dem großen, das sollte eigentlich gut gehen. Eine vernünftige Spielprogrammierung würde eine Incentive, also einen Anreiz schaffen für die Benutzung des Kleinen, für die Benutzung des Großen. Es würde beide Spaß machen. Ja, Ja. sag das mal den Leuten, die Realismus reinbringen wollen. Also ich bin im Moment echt so häufig hier an der Grenze, dass ich mir denke, wie dumm muss man sein als Entwickler, um so einen Scheiß zu programmieren? Ja. Alleine eine Mission. Wenn ich als Spieler eine Mission abandon, dann muss das für die Missionslogik bedeuten, die Mission ist scheiße, weil sie nicht funktioniert. Also kann ich diesen Rotz jetzt wegspawnen. Ja. Despawnen. Fertig. Ich als Spieler muss das Gefühl haben, dass dieses Ding hier, das ganze Computing, was hier passiert, darauf ausgelegt ist, mir Spaß zu machen. Und nicht mich einfach nur stundenlang mit irgendwelchen Schwachsinn aufzuhalten, wie minutenlange Quantumsprünge, wo nichts passiert. Nix. Oder Ja. sekundenlang dieser blöden Box beim durch die Luft fliegen zuzugucken. Du hast noch nicht mal großartig die Möglichkeit, das Ding irgendwie zur Seite zu bewegen, weil du dann ganz schnell diesen Strahlverlust hast, dass dann die Box einfach unterbricht. Das ist scheiße so, wie es programmiert ist. Es geht besser. Es ist so einfach, anscheinend aber für Entwickler irgendwie nicht umsetzbar. Ja, dann müssen sie sagen, wir kriegen es nicht hin. Nicht einfach Aber dieses scheiße programmieren. gibt's da nicht irgendwie ein Spektrum-Thread, wo du da deine Erfahrungen zu dem Patch Hab reinmachen ich, hab kannst? ich, hab ich. Hast Ja. du das auch Ich drin? hab sogar schon Upvotes gekriegt für meine Beschwerde, dass es zu langsam ist. Mhm. Schick mal Link, ich mache auch noch einen drauf. Ich doch gar nicht, Mann. Was soll die Kacke dieser Drecksleute leiden? Okay, jo. Da müsstest du das eigentlich finden. Bei denen, die halt drei Upvotes haben. Ich Using the guck gleich hand mal. carry tractor is extremely annoying as pulling pushing is so slow. Habe ich geschrieben. Gestern um 6 Uhr morgens. Using the hand carry Edward plus 4. Ja, ich meinte eher, also ich meine, die gucken ja meistens auf diese großen langen Zusammenfassungen, oder? Das meine ich halt, ob du sowas mal geschrieben hast. Ganz ehrlich, warum soll ich mir diese Mühe machen? Warum? Ganz Ja, ehrlich, keine warum? Ahnung. Die letzten 100 Mal, wo ich Feedback gegeben habe, ist vielleicht einmal im Endeffekt etwas dabei rausgekommen, wo ich das Gefühl habe, okay, da wurde ich mit irgendwie einbezogen, mein Feedback wurde mit irgendwie einbezogen. Und ich würde sagen, das war dann immer Zufall. Weil ich zufällig dasselbe Scheiße finde wie andere auch. Jetzt bin ich hier. Jetzt sind hier mehrere Abandoned Chips. Eine 400i, eine Hammerhead. Hier liegen Boxen auf den Pads rum. Sag mal so, du hast halt zwei Möglichkeiten als Entwickler. Entweder du filterst halt eben nach dem das Forum nach den meisten Upvotes zum Beispiel. Oder halt eben nach dem größten Inhalt eines Posts.
Und ich denke, die nehmen halt schon beide Sachen voran. Ja. Jetzt gucke ich mir hier mal an, was hier los ist. Also hier ist jede Menge Schrott. Hier ist ein Stück von einer Reclaimer. Ein Triebwerk, was das Pad belegt. Hier sind Boxen. Hydrogen, Processed Food. Der ganze Scheiß liegt hier alles rum. Und der Freight, beide Freights vom großen Pad funktionieren nicht, weil wenn ich reingehe, Loading Contents. Loading Contents. Loading Contents. Es muss denen doch bewusst sein, dass wenn ein Spieler eine Mission verlässt, dass diese Mission dann keine Daseinsberechtigung hat. Da muss man sagen, okay, die Lore macht jetzt Naniten oder Disintegration und diese Scheiße ist dann nicht mehr da und belastet nicht mehr die Chart. Du hast 100 Spieler, die alle denken, oh cool, Hauling-Mission. Du hast 100 Spieler, die diesen scheiß ewig langsamen Traktorstrahl erleben und wahrscheinlich schon beim Einladen der Boxen angenervt sind, wie lange das dauert, um fucking einfach nur diese Boxen zu bewegen. Du hast die hartnäckigen 1%, die dann wirklich die Boxen so einladen und die Scheiße dann irgendwo abliefern wollen. Dann hast du das Ziel, wo diese Boxen von den anderen, die kurz vorher aufgegeben haben, rumliegen und die scheiß Plattform vermüllen. Dann hast du die scheiß Raumschiffe da, die auch die Plattform belegen. Und das alles macht die Chart kaputt. Offensichtlich. Klingt für mich Offensichtlich. irgendwie nach dem Moment, wo New Babbage mit Goldkisten zugeflastert war. Ja, das ist irgendwie so dumm, dass dort dann nicht vernünftig programmiert wird. Es ist doch einfach nur wenn dann. Wenn Spieler das, dann Programmcode das. Wenn Ja, Spieler Raumschiff wenn. verlässt, dann Despawn-Timer 10 Minuten. Wenn Pad mit Raumschiff belegt, was Spieler verlassen hat, dann Disintegrationsfeld-Timer 5 Minuten. Ja, das ist doch eigentlich fast wie die, wie heißt das, der Abuse von Medic-Pens und Medic-Guns und so weiter. Anstatt dass man irgendwie sagt, von wegen, ja, okay, der hat jetzt mit seinem Tun einen Schaden verursacht und so weiter, könnte man auch sagen, nur wenn er einen Schaden verursacht, dann wird der halt irgendwie gesperrt oder was weiß ich was, aber nicht irgendwie das komplett an einem Standort verbieten oder so. Ja, Genauso mit dem klar. Traktor-Tool und so, dass, wenn eine Kiste in ein anderes Schiff, in ein freundliches Schiff dann, also von einem anderen Spieler beschädigt oder irgendwas, dann erst dann gibt es irgendwie eine Penalty oder was auch immer, aber doch nicht gleich an dem ganzen Standort das verbieten halt, oder? So, jetzt Stellst du, habe ich was ich hier eine meine? Hammerhead, ja. Ja. Jetzt gammelt hier eine Hammerhead rum. Hinten auf der Cargo Bay der Hammerhead sind Container. Und eine Taurus oder irgendeine Constellation ist auch noch da. Der Frachtraum der Hammerhead ist runtergefahren. Und hier steht ein Container ohne Kollision. Ich kann ihn nicht greifen. Ja. Der einzige Freight, der hier noch ist, nämlich an dem kleineren Pad, wo die Hammerhead drauf steht, Loading Contents. Das heißt, ich kann die Mission nicht beenden, weil hier von drei Freight Elevator nicht einer funktioniert. Nicht einer. Programmier einfach ein riesiges Traktorfeld über dem scheiß Freight Elevator, wenn du in 1 Kilometer Range bist und du schmeißt die Box in diesen virtuellen Traktortrichter rein, dann saugt sich diese scheiß Freight-Dings die scheiß Box selber ins Warenhaus. Dass ich noch nicht mal landen muss. Das wäre Spaß. Ich habe einen zweiten Kollegen dabei. Ich flieg so schnell wie es geht an diesen Freight ran, in diesen Trichter-Range. Der Kollege bei offener Klappe schmeißt die scheiß Boxen in den Traktortrichter rein. Die
Sie landen im Warenhaus, der Pilot kriegt die Meldung, Contract complete. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es richtig witzig wäre, wenn du einen Contract annimmst, dann sagst du dem Außenposten, ich bin jetzt in einer Range, weil du halt weißt, irgendwie visualisiert, was weiß ich, dort ist der Ausspuck-Volume. Und dann parkst du über seitlich von diesem Ausspuck-Volume und jetzt geht dieser Traktor wieder nicht. Parkst da drüber seitlich und dann werden die Boxen in einem zeitlichen Abstand von 3 Sekunden ausgespuckt, fliegen in die Luft. Der Kollege hinten, der an der Rampe steht, greift sich die mit dem Traktorstrahl aus der Luft und packt sie in den Laderaum. Ja. Dass du halt wirklich den Skill hast, du musst sie in der Luft greifen, innerhalb von 2-3 Sekunden ins Raumschiff bewegen, Bombs, kommt die nächste Box, die nächste Box, die nächste Box, die nächste Box, 21, 22, 23, nächste, 21, 22, 23, nächste, 21, 22, 23, nächste, 10 Boxen mal 3 Sekunden, 30 Sekunden, Bomb, du hast die Scheiße eingeladen. Und wenn du eine Box nicht fängst, dann musst du im schlimmsten Fall den Piloten bitten, dass er mal näher zum Grund fliegt, damit du die eine Box davon und da unten auch noch einsammelst. Und der Captain ist dann sauer auf dich. Och Mann, ey, kannst du nicht vernünftig Traktoren? Ja, aber das ist dann Skill. Ne, dass du halt dann so eine Box irgendwie, du hast halt ein 3 Sekunden Zeitfenster fürs Fangen. Fürs Umladen. Ja, aber dafür musst du dann auch einen Traktorstrahl machen, der das zulässt. Mhm. Ja. Das wäre Spaß. Aber ja, stimmt. Ne? Dass ich hier nicht landen muss und diesen scheiß Freight Elevator bedienen muss und dann funktioniert der Dreck noch nicht mal. Das nervt. Das nervt einfach nur. Ich gebe hier meine Freizeit her, weil ich ein freundlicher Mensch bin, um diese Kacke zu testen und es ist jetzt seit über einem Monat scheiße. Und es wird noch schlimmer, anscheinend. Mhm. Es war am Anfang schon extrem nervig, diese Hauling Contracts. Und jetzt sind sie mega scheiße. Ey, das ärgert mich. Und dann noch sowas wie hier diese extrem nervige Animation, dass der Typ da die Leiter hochschleicht. Ich spring schon immer seitlich diese fucking Schacht da runter, damit ich mir nicht diese ewig langsamen scheiß Leiteranimationen angucken muss. Weil es mich einfach nur nervt. Es ist einfach nur blöd. Ich drücke F, damit er im Pilotensitz geht und dann warte ich 21, 22, 23, bis dieser blöde Strolch endlich mal den Pilotensitz bemannt. Boah, ey. Ich glaube, du brauchst mal wieder eine Star Citizen Pause. Ich brauche keine Star Citizen Pause, ich brauche Entwickler, die ihre Arbeit ordentlich machen. Ja. Ich werde jetzt erstmal die Region schwierig. Wechseln. Ich werde jetzt von US nach EU wechseln und mal hoffen, ob da eine Chart ist, die besser läuft. Das Ding hier läuft gerade wie ein Sack. Automotoren vom Schrottplatz. Vielleicht, weil sie die Kon vorbereiten und die Entwickler abgezogen wurden. Und ja, kannst du haben. Kannst du haben. Mhm. Ja. So, ich beende jetzt erstmal.